Super, klasse, schön heute Gottesdienst zu feiern. Das ist mein dritter heute. Wer war heute schon in drei Gottesdiensten? Ich komme gerade von Ludwigsburg und da haben wir auch heute Nachmittag Gottesdienst gehabt und heute Morgen. Das ist richtig schön, hey, wenn man so richtig im Nonstop-Marathon, ja, Triathlon unterwegs sein darf, genau. Hey, super. Und vielen Dank auch für die Worship-Zeit eben. Hey, das glaubst du das erste Mal, dass wir haben Flügel eingeweiht heute. Hey, vielen Dank für die, gib doch mal unserem Worship-Team einen Applaus. Richtig klasse. Richtig, richtig gut. Hey, das tut so gut. Einfach so, also mir geht das so, ja, wenn ich so eine gute Anbetungszeit habe, dann geht mein Herz auf. Das ist für mich schon die halbe Miete, wenn ich hier vorne stehe. Und ich merke euch, das spüre euch das auch ab, ja, dass das gut ist, dass man so vorbereitet ist. Und jetzt einfach nochmal zu hören, was Gott uns zu sagen hat durch die Bibel, durch sein Wort. Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel. Wir sind jetzt im Kapitel 6 angekommen. Eine der bekanntesten Geschichten überhaupt in der ganzen Bibel. Die Mauern von Jericho, die fallen. Und ihr dürft mal aufschlagen, eure Bibel oder eure App, Bible-App, hey, das ist die wichtigste App, die es überhaupt gibt. Ja, vergesst Kalender und alles, was man so meint, unbedingt haben zu müssen. Aber die Bible-App, die ist wichtig. Da gibt es mittlerweile richtig gute Apps. Und sonst gibt es ja immer noch das hier schwarz auf weiß. Ja. Und schlagt mal auf, Josua Kapitel 6. Und das Thema, wenn Mauern fallen, zeigt schon so ein bisschen, dass es nicht jetzt einfach mal um die Mauer von Jericho geht, die da vor ein paar tausend Jahren gefallen ist und wir erfreuen uns an der Geschichte, sondern es geht auch um andere Mauern. Es geht auch um unsichtbare Mauern. Und mein Gebet ist, dass heute Abend, werden wir das hören, dass es da klickt. Und ich habe auch den Eindruck, dass eben auch schon in der Anbetungszeit Dinge passiert sind und auch ein Stück weit Mauern gefallen sind. Gut, und dazu lesen wir mal Josua Kapitel 6. Ihr seht, wenn ihr eine Bibel dabei habt, das ist eine bisschen lange Geschichte. Deswegen werde ich ein bisschen zusammenraffen. Den meisten ist ja die Geschichte auch bekannt. Vers 1, es beginnt: Jericho war aber verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israel, sodass niemand heraus und hineingehen konnte. Israel, 40 Jahre sind sie in der Wüste rumgekurft. Ja. Gott hatte ihnen dieses Kanaan verheißen, das Land Israel verheißen, hat ihnen das versprochen für alle Zeiten. Nur stand ihnen Jericho im Weg. Erst war es ja noch der Jordan, das waren sie jetzt glücklicherweise drüber. Aber Jericho war so strategisch gelegen, dass sie diese Stadt unbedingt nehmen mussten. Nur das Problem war, Jericho war eine Festung. Also Archäologen haben das mal ein bisschen konstruiert, so oder mal aufs Blatt gebracht, wo ihr das so ein bisschen seht. Ja, ihr seht da einen riesen Graben noch drumherum, also so ungefähr stellt man sich das vor. So ein Wall, da gibt es die untere Mauer, da gibt es so dieses Vording. Wenn man das eine genommen hat, dann wurde der Feind eigentlich da in dem äußeren Kreis dann nochmal richtig platt gemacht. Und dann gab es die obere Stadtmauer. Und man fragt sich um Himmels Willen, wie kann man so eine Stadt einnehmen? Und die Israeliten, das waren ja keine Kämpfer, das waren einfach Volk. Volk wie wir. Ja. Und dann steht hier im Vers 2, und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Also tapfere Krieger, das waren Leute, die haben gekämpft bis zum letzten Blutstropfen. Die haben das Ding, hätten die einfach so geräumt. Ja. Wie nimmt man so eine Stadt ein? Belagert man sie mit Leitern oder benutzt man trojanisches Pferd, ja, um da irgendwie reinzukommen? Es braucht eine mega schlaue Strategie, um so eine Stadt einzunehmen, am besten von Gott. Und das Coole ist hier, Gott redet. Wie er geredet hat, wissen wir nicht, vielleicht prophetisch durch jemand, auf alle Fälle, Gott redet. Und im Vers 3 heißt es: Darum sollt ihr um die Stadt ziehen. Jetzt kommt die Strategie von Gott, das ist das ganz, ganz Schlaues. Was, hey, Hammer. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. Und jeder denkt, boah, es hört sich interessant an, mal gucken, was jetzt noch kommt. Ja? So sollst du es 6 Tage lang tun. Und du denkst, okay, kommt noch was? Vers 4. Und 7 Priester sollen 7 Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen, der Bundeslade. Und am 7. Tag soll ihr 7-mal um die Stadt ziehen. Und die Priester sollen in die Schofarhörner stoßen. Okay, das hört sich jetzt auch nicht unbedingt nach einer Strategie an, oder? Zu den Hörnern und der Bundeslade sage ich gleich kurz nochmal was.
Vers 5. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahrs bläst und ihr den Ton des Schofarhorns hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Und du denkst, okay, kommt jetzt noch irgendwas? Es muss doch irgendwie eine Strategie kommen. Ja, wie nimmt man das Ding jetzt ein? Jetzt kommt bestimmt was, oder? Und jetzt heißt es, dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin, fertig. Ja, genau so, ja. Wir kennen ja die Geschichte, aber stellt euch das mal vor, ja. Josua bekommt von Gott dieses Ding und jetzt kommt, tritt Josua vor das Volk, Gott hat zu mir gesprochen, wie wir die Stadt einnehmen. Und er muss doch denken, meine Güte, hey, ich kann dem Volk doch nicht so eine Story erzählen. Was werden die denken? Oder das Volk, hey, Josua, hast du zu viel Sonne getankt oder was? Okay, einmal am Tag mal um die Stadt rumgehen und irgendwelche Hörner blasen und dann schreien wir und dann kracht die Stadt zusammen. Super. Ihr müsst immer denken, wir haben manchmal so diese Bibelbrille auf, weil wir lesen das dann, oh, in der Bibel passieren halt solche Sachen. Aber hey, das waren genau Menschen wie du und ich. Genauso verrückt, wie das für dich klingt, genauso verrückt klang das für die Menschen damals. Aber wisst ihr was? Die setzen das 1:1 um. In Vers 6 lesen wir, da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester zu sich und sprach zu ihnen, trag die Bundeslade und lass 7 Priester, 7 Hörner des Halljahrs vor euch, vor der Lade des Herrn hertragen. Nun kurz nochmal Bundeslade, da hatten wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als es um den Jordan ging. Die Bundeslade war dieser Kasten aus Akazienholz, überzogen mit Gold, so 2 Stangen drin und oben drüber diese Cherubim, diese Engel, die einander anschauten, repräsentierte Gott. Und die Bundeslade stand mittendrin in dem Allerheiligsten von der sogenannten Stiftshütte. Ja, das sollte dem Volk eigentlich zeigen, hier ist Gott gegenwärtig. Und genau das sollte das hier auch zeigen. Ja, in dem Moment soll das Volk sehen, hey, Gott ist bei euch, bei dieser Geschichte, die ihr das macht. Und dann sollten sie noch dieses Schofarhorn blasen. Ja, kann jemand von euch Schofarhorn blasen? Wir brauchen noch jemanden im Worship-Team. Nicht? Es gibt manche Gemeinden, ja, da steht dann einer hin, dann geht er so. Und dann noch viel lauter. Und es soll eigentlich ziemlich schwer sein. Und wisst ihr, dass das heute noch geblasen wird? Und zwar, weiß jemand, wann das heute, wo das heute geblasen wird? In Israel. An welchem Tag? Ich höre nichts. Rosh Hashanah. Und was ist Rosh Hashanah? Neues Fest. Wisst ihr auch, wann das ist? Dieses Jahr? Am 1. Oktober. Dann wird dieses Schofarhorn geblasen. Und damit bringt man zum Ausdruck, Gott hab Erbarmen über uns. Gott, wir brauchen dich. Wir beten dich an. Das ist so eine Art Lobpreis. Ja? Also was wir hier mit Schlagzeug machen und mit Bass und alles. Das sind unsere modernen Schofarhörner hier vorne. Ja. Das ist ein Akt der Anbetung. Also das mal nebenher gesagt. Vers 7. Zum Volk sprach er, macht euch auf, zieht um die Stadt und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade hergehen. Als Josua dies zum Volk gesagt hatte, zogen die 7 Priester hin, welche die 7 Hörner des Halsjahrs vor dem Herrn hertrugen und sie stießen in die Hörner und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Und so weiter. Da lesen wir dann, was dann halt eben passiert. Im Vers 15, ich überspringe das mal ein bisschen, am 7. Tag aber machten sie sich früh auf, also sie setzen das dann um, sie gehen einmal am Tag um die Mauer rum und Vers 15, am 7. Tag aber machten sie sich früh auf bei Anbruch der Morgenröte und sie zogen nach derselben Weise 7-mal um die Stadt. Vers 16, und es geschah beim 7. Mal, als die Priester in die Hörner stießen, da sprach Josua zu dem Volk, erhebt ein Kriegsgeschrei. Denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Habt ihr schon mal Kriegsgeschrei gehört? Es gibt Gemeinden, da wird das gemacht im Gottesdienst. Wer war schon mal im Stadion? VfB. Hallo? Dann wisst ihr, wie Kriegsgeschrei klingt. Ja? Heiko und ich waren im Relegationsspiel gewesen. Da, ich sagte, man hat nachher richtig hier alles wehgetan vom Kriegsgeschrei. Es hat nicht so viel gebracht, ja. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, die Berliner, Union Berlin, das waren circa wie viel, 500 Fans oder so oder noch weniger, die saßen so in so einem kleinen Kucheneck daneben drin und die haben Kriegsgeschrei gemacht.
Die haben ihre Mannschaft angefeuert. Und selbst im als die Stuttgarter in der Pause die Stadionwurst geholt haben und das Bier, ja, die haben durchgebrüllt. So begeistert waren die von ihrer Mannschaft. Ich glaube, manchmal sollten wir Christen ins Stadion gehen. Wir können ein bisschen was lernen. Hey, manchmal ist das, sorry, aber das ist echt manchmal doch so müde, oder? Hey, wir haben einen mächtigen Gott. Eigentlich sollten wir begeistert sein von dem, was Gott in unserem Leben getan hat und tut. Amen. So in der Richtung, ja. Und ich finde, dass Gott ist ein emotionaler Gott. Allein das, ja, Kriegsgeschrei, was soll das? Es geht doch auch ohne Kriegsgeschrei. Also halten wir mal fest, die Mauern fielen nicht nieder durch Kriegsgeschrei, oder? Also das ist klar. Nicht, dass ihr denkt, dass da ist was passiert. Es gab früher mal auf RTL, ganz am Anfang, als das Privatfernsehen rauskam, gab es ein, wie hieß das, Bibelquiz. Weiß das noch jemand? War da schon jemand auf der Welt? Kennt das niemand? Du kennst es noch, oder? Bibelquiz hieß das, oder? Bibelquiz war das. Überleg dir das mal auf RTL. Und dann war da eine Frage, die hieß, welches Volk schrie und die Mauer stürzte ein, so irgendwas. Ja. Also die Mauer stürzte nicht ein, weil das Volk geschrien hat, sondern Gott sagt, macht ein Holy Noise, ja. Erhebt ein Kriegsgeschrei und die Mauern werden niederfallen. Und genau das passiert hier. Vers 20, da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und die Priester stießen in die Schofarhörner. Ja, ihr wisst ja, wie die klingen. Als nun das Volk den Schall der Hörner hörte und ein großes Kriegsgeschrei erhob, da stürzte die Mauer in sich zusammen. Und das Volk drang in die Stadt ein und jeder gerade vor sich hin. So nahmen sie die Stadt ein. In den nächsten Versen wird noch erzählt, das haben wir schon bei Rahab erzählt, dass sie die Rahab verschonen und so weiter, wie sie dann vorgehen. Also das alles noch in den nächsten Versen. Aber das soll einfach jetzt mal reichen, um diese Geschichte hier nochmal zu wiederholen. Worauf es mir heute Abend mit euch ankommt, ist Jericho, wenn Mauern fallen. Die Bibel ist so mega klasse. Diese Geschichten sind nicht geschrieben, einfach nur um uns coole Geschichten zu liefern. Die sind cool oder irgendwie ein Drehbuch zu liefern. Sondern diese Geschichten hat Gott geschrieben für dich. Darum ist Bibel da. Darum haben wir das schwarz auf weiß. Das ist nicht irgendwie geschrieben. Es ist auch nicht geschrieben, um uns zu ärgern, dieses dicke Buch zu geben, sondern dass du in deinem Leben das Gleiche erleben kannst, was die Menschen damals im Alten Testament, deswegen liebe ich das Alte Testament. Ich kann es nicht, es gibt Leute, es gibt Gemeinden, da wird nicht aus dem Alten Testament gepredigt. Und ich finde das so mega stark, weil hier sehen wir, wo es richtig rumst, ja, wo richtig was passiert. Und hier passiert was. Und Gott sagt, hier passiert was und bei dir passiert was. Schau mal, du musst keine Festung einnehmen, denke ich mal. Aber vielleicht ist deine Festung eine ganz andere Festung. Vielleicht sind deine Mauern ganz anders. Vielleicht ist deine Mauer eine Beziehungsmauer. Da gibt es eine Person, vielleicht bist du ganz eng mit dieser Person zusammen. Vielleicht wohnst du mit dieser Person zusammen. Vielleicht ist es ein Arbeitskollege und du empfindest gleich wie das Volk. Ja? Du hast den Eindruck, du bist hier unterwegs und da oben auf der Mauer, da steht jemand und da ist diese mega hohe Mauer zwischen dir und uns. Manchmal sagt man ja auch, er mauert. Manchmal mauern wir auch, ja? Zwischen Beziehungen. Wir errichten Mauern und da geht nichts mehr durch. Das sind solche Mauern, die zwischen uns stehen können. Oder eine Mauer kann auch zu viel Verantwortung sein im Beruf. Du hast lange studiert, bist jetzt endlich angekommen und du bekommst Verantwortung und du hast den Eindruck, du bist dieser Verantwortung nicht gewachsen. Es ist wie eine mega hohe Mauer und du denkst, naja, okay, ich will jetzt einmal rundmarschieren, erstes Jahr, zweites Jahr, ich muss mich ja erst noch einarbeiten, aber du hast den Eindruck, es ist zu groß. Vielleicht bist du auch irgendwie an einer Sache dran, vielleicht auch in der Gemeinde an einer Sache und du kämpfst allein und du wünschst dir noch Unterstützung, aber du gehst da vorwärts und bläst so allein dein Schofarhorn, ja, und irgendwie aus dem Einiges folgt niemand. Ich weiß, dass es hier einige auch gibt, die im Moment richtig am Rotieren sind. Eine Wohnungssuche zum Beispiel kann auch so eine Mauer sein. Mauer im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Du stehst da, da sind überall Mauern in Stuttgart und du hast den Eindruck, keine Türe öffnet sich. Das sind alles Mauern.
Vielleicht hast du eine Wohnung oder ein Haus und deine Mauern sind Schulden. Du weißt nicht, wie du es stemmen sollst, wie du es bezahlen sollst. Oder Krankheit oder Depression. Und weißt du, vielleicht ist sogar deine Mauer Gott. Du bist schon lange unterwegs mit Gott und du hast so den Eindruck, genau wie hier in der Geschichte, du bist immer unterwegs und Gott steht oben auf der Mauer und sagt, hopp, gib noch ein bisschen Gas. Komm, nochmal die Runde und nochmal die Runde und nochmal die Runde. Und du denkst, was ist da los? Mauer von Zweifel, dass du einfach nicht so richtig glauben kannst, dass Gott da weiß, was er da so richtig macht. Ich möchte dich ermutigen. Ermutigen, hier mal auf das Volk hier zu schauen, was die hier so machen. Und da ist das Erste hier, Vertrauen. Sie vertrauen. Es heißt, hier in der Geschichte, Vers 2 steht das, und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Das ist was Prophetisches und ich glaube, Gott will hier zu dir sprechen. Das hat was mit Glauben zu tun. Ich habe Jericho samt seinem König mit all dem Drum und Dran in deine Hand gegeben. Das ist ein biblisches Prinzip. Jetzt könnte ich ja sagen, ja, das steht, oder du sagst, das steht irgendwo im Alten Testament. Was hat denn das mit mir zu tun? Schau mal, ich habe dir einen Vers mitgebracht, der das Ganze nochmal unterstreicht. Im 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 4, steht: Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Merkst du was? Ähnliche Situation. Volk vertraut auf Gott, Bundeslade, Gegenwart Gottes, Schofahorn, Anbetung und sie marschieren los. Sie vertrauen auf Gott. Alles, was aus Gott geboren ist, alles, was auf Gott ausgerichtet ist, überwindet die Welt, Mauern von Jericho, deine Mauern. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, Vertrauen. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Weißt du, was hier steht? Das macht den Sprung von dem Völklein Israel hin zu dir. Wer aber ist es? Das ist einfach eine Frage. Johannes stellt das, getrieben vom Heiligen Geist. Er stellt diese Frage an jeden Einzelnen. Weißt du was? Wer ist es? Die Antwort kann man geben. Ich. Wer aber ist es, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jetzt drehe ich den Satz um. Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn du Jesus dein Leben anvertraust, legst dein Leben in seine Hand, dann überwindest du die Welt. Dann überwindest du die Mauern. Dann stellt sich Gott zu dir, an deine Seite. In Hebräer 11, Vers 1 steht: Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wie oft sehen wir das nicht? Ich sehe meine Mauern. Ich könnte jetzt auch ein paar Mauern aufzählen in meinem Leben. Ja, und das sind die Mauern. Und da bleibt vielleicht nur Hoffnung. Hoffnung im Sinn von der deutschen Version von Hoffnung. Ja. Aber hoffen hier bedeutet, ich weiß, ich glaube, dass da was passieren wird. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wenn du jetzt festhältst daran, dann werden deine Mauern fallen. Ein paar Verse weiter, im Hebräer 11 heißt es dann im Vers 30, hör genau hin, durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Merkst du die Parallele? Merkst du, dass hier diese Geschichte aus Josua Kapitel 6 in deine Situation reingreift? Dass Gott, ich finde das so fantastisch. Ist das nicht klasse? Egal wie deine Mauern aussehen, hier kümmert sich Gott um deine Geschichten, um deine Mauern. Du darfst einfach nur ihm vertrauen. Ich habe eben so gedacht, als wir die Anbetungszeit gehabt haben. Schaut mal, da haben wir zum Beispiel gesungen, das ist mein König, das erste Lied. Der Wind, der in mir weht, das Wort, das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein Wert ist und war, Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht. Ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliehen, das ist mein König. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König nah bei mir ist und nah bei mir bleibt. Nah bei mir bleibt. Das ist das, ja. Wenn du jetzt
das einfach greifst, sagst, Gott, ich halte mich jetzt an dir fest. Ich habe heute eine Segnung gehabt, Kinder, vier kleine Kinderchen gesegnet in Ludwigsburg, und zwei davon haben gepennt. Ja, ich fand das so cool irgendwie. Die schlafen da, ja, das ist eigentlich so. Da habe ich gesagt, hey, das ist genau das Ding. Ich darf ruhen, wie das kleine Kind da im Arm vom Vater oder von der Mutter geschlafen hat. Da bringt Gott mich hin und da kann passieren, was will. Da kann der Feind von der Mauer runterspotten. Er kann dich verleumden, er kann dich verklagen, er kann negativ über dich reden und alles, was da ist. Aber du darfst ihm vertrauen. Du darfst vertrauen, dass er da ist. Und dann haben wir gesungen, du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund, du bist mein Heiler und Erlöser. Wir zwei, wir gehören zusammen. Schau mal, ich habe eben gesagt, Beziehungsproblem zum Beispiel. Ja, da gibt es eine Person, wo du ein Megaproblem mit hast. Und jetzt gibt es eigentlich, wenn du jetzt Hilfe suchst bei jemand, es gibt nur so drei Protagonisten, da bist du, da ist das Gegenüber und da ist der, wo du jetzt hingehst. Leider machen wir das dann häufig so, da gehen wir irgendwo hin und reden über die Person und sagen, guck mal, was der mir angetan hat. In der Seelsorge und in der Beratung spricht man davon, da ist das Opfer, da ist der Täter und da ist der Retter. So laufen oft Dinge ab, ja. Ich fühle mich als Opfer, gehe zu jemand hin, klag mein Leid, damit der mir sagt, du arme Socke, ja, und hol mir Trost und sag, guck mal der. Hier in der Geschichte oder auch in dem Lied, was wir gerade gesungen haben, gibt es auch drei Protagonisten. Da bist du fühlst diese Mauer, du fühlst dich bedroht und eigentlich bist du jetzt in der Verfassung, die Opferrolle einzunehmen. Aber jetzt sagt Gott, und jetzt komm zu mir. Gott sagt hier in der Geschichte, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Sprich, Gott will dir helfen. Er will dein Erretter und dein Erlöser sein. Und dann sagt er, ich habe es in deine Hand gegeben. Mit anderen Worten, du bist kein Opfer. Ich bin das Opfer. Es gibt nur ein Opfer in der Geschichte. Das Opfer ist Jesus. Gott wurde Mensch und hat sich für uns geopfert. Wir müssen nicht mehr Opfer sein. Wisst ihr, der Punkt ist nämlich der, wenn ich mich zum Opfer mache, dann werde ich abhängig von dem Täter. Solange der Täter Täter bleibt, bleibe ich Opfer. Aber wenn ich zu ihm gehe, zu Jesus und sage, Herr, du siehst, wie es mir geht, dann greift er ein und dann kann ich ruhig bleiben. Das Volk Israel zog an 6 Tagen um diese Mauer und die haben einfach nur die Klappe gehalten. Es wurde ihnen gesagt, nichts sagen, nicht lästern, nicht reden, nicht negativ reden, nicht da, was weiß ich, irgendwelche Handbewegungen machen, ja, während die von oben runter pfeifen oder was auch immer oder Dreck schmeißen, sondern einfach reden. Mir fiel heute Morgen eine Begebenheit ein von David. Der König David musste vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen, weil er ihm den Thron geraubt hat. Hey, mega Story. Richtig, das nimmt mich jedes Mal mit, wenn ich diese Story höre. Und während er auf der Flucht ist mit seinem Heer, Joab, sein Heerführer und die Söhne der Zeruja, heißt es, die waren immer um ihn rum, kommt Shimi über die Kuppe. Und er war genauso, wie der Name klingt. Ja? Und dieser Shimi, der kommt über die Klippe da und fängt an zu fluchen und ruft, David, du verfluchter Hund, das bist du doch selber schuld. Ja, du hast es doch damals schon vermasselt, als du Saul den Thron weggenommen hast. Und er fängt an zu fluchen und dann fängt er an, mit Dreck zu werfen. Er schmeißt mit Kacke, mit Kot, mit allem Möglichen um sich rum. Ja? Und er schmeißt nach David. Und der Heerführer von David sagt, sag nur ein Wort und ich gehe dahin und ich schlage diesem toten Hund den Kopf ab. So genau. Wisst ihr, was wir wahrscheinlich gemacht hätten in der Situation? Go. Ja. Und David sagt, was habe ich mit euch zu schaffen? Lass ihn schreien. Lass ihn schreien. Hey, ich habe den Eindruck, ich soll im Moment gar nichts machen. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Mega Story. Und du denkst, boah, ey, das könnte ich nicht. Und Gott sorgt für Gerechtigkeit. Da muss man ein paar Kapitel weiterlesen, aber naja, er kümmert sich schon darum. Aber es dauert. Und wisst ihr, das ist der Punkt. Wenn Gott dein Erlöser und dein Retter ist, dann bist du in der Lage, aus der Opferrolle rauszukommen. Dann bist du in der Lage, von ihm Hilfe zu bekommen.
Eben haben wir gesungen, wunderbarer Gott, wir zwei, wir gehören zusammen. Es ist wie ein Liebeslied, oder? Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist zum Äußersten bereit. Hast mich aus Feindes Hand befreit. Ich bin kein Opfer mehr. Und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich singe zu dir, ich rufe zu dir, heilig, schön, königlich, wunderbar bist du. Und das dürfen wir wissen in den Situationen, in denen wir unterwegs sind. Dass er mit uns ist, dass er mit uns geht. Da gibt es noch, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Es gibt eigentlich hier nur noch das Gehorsam dazu. Das ist nämlich jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Es fällt uns relativ einfach, vollmundig zu singen und diese Lieder auch zu singen. Gehorsam ist dann die Umsetzung ins Leben. Weißt du, das fällt uns ja allen relativ einfach. Ich stehe hier und ich fühle mich gut und es fühlt sich irgendwie gut an. Ja? Aber dann komme ich in die Situation rein, wo es wirklich spannend wird. Wo dann wirklich die Konflikte da sind. Und dann zeigt sich, bin ich bereit, das zu tun, was Gott dir oder mir gezeigt hat. Und das fängt dann an, als sie um die Mauer rumlaufen. Und das ist manchmal auch nicht so einfach, das zu tun. Und das auch auszuhalten, ja, das nächste Begriff Ausdauer, das auszudauern, da dran zu bleiben und zu sagen, Gott, du machst es schon gut. Ich hatte neulich, das ist schon länger her, also neulich ist ein bisschen übertrieben, hatte mit einer Frau gesprochen, eine Single, die mega von Gott gebraucht wird in einem Projekt. In einem Projekt, wo man nicht viele Männer kennenlernt. Ja. Und dann erzählte sie mir, dass sie nach Jahren die Gelegenheit hatte, einen wirklich attraktiven Mann zu kriegen, sage ich jetzt mal so, ja, so platt. Es stimmte eigentlich alles, bis auf einen Punkt. Er teilte nicht die Leidenschaft, die sie hatte. Ich sage das jetzt mal so bildlich, auf ihrem Walk around the wall. Ja, sie war unterwegs und sie wusste, das ist die Leidenschaft, die Gott mir gegeben hat. Und sie merkte, es stimmt alles, bis auf diesen Punkt. Und dann frug sie mich, was soll ich machen? Das sind so Fragen, die ich liebe, ja. Was soll ich sagen in der Situation, ja? Und ich sage, hey, bete doch einfach mal drüber. Ja, und wir hatten uns so unterhalten und so weiter, weißt? Und ich hatte aber irgendwie den Eindruck, sie weiß die Antwort. Und dann sage ich, hey, ich bete echt jetzt für dich und lass uns da dranbleiben. Nach 2 Wochen rief sie mich an, gab sie mir einen Anruf und sagte, boah, hey, stell dir vor, was passiert ist. Ich habe dem Typ den Laufpass gegeben. Und ich bin happy. Das war der richtige Weg. Und es war der richtige Weg, das zu tun. Es hat mir wehgetan, aber ich habe gemerkt, ich muss diesen Weg gehen. Das ist der Weg, den Gott mich führt. Und ich weiß, das ist der richtige Weg. Das ist schon länger, wie gesagt, das ist schon länger her. Und ich spüre das, wie sie unterwegs ist mit Jesus und das zu tun. Ich sage dieses Beispiel auch bewusst, weil wir heute Abend 85% Singles hier haben. Ja? Hey, bleib dran. Und da ist das Thema Ausdauer so wichtig. Bleib dran. Gott hat einen wunderbaren Weg mit dir. Er ist mit dir unterwegs. Er ist dran. Gestern hab ich irgendwie mal in unserem Connect-Kurs gesagt, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Nachher sprach mich einer an und sagte, das finde ich immer so ein bisschen komisch. Dann denke ich immer, okay, wo ist denn der Plan? Muss ich den jetzt noch suchen? Und man redet immer von dem Plan. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, du bist mittendrin. Du bist mittendrin. Du bist mittendrin in seinem Plan. Und da darfst du drin relaxen und darfst dich freuen. Ja? Darfst dich freuen, das, was wir hier eben gesungen haben, ja, dass er dein wunderbarer Freund ist und dass er mit dir geht, dass er dich nicht im Stich lässt, dass er dich bekleidet, dass er da ist. Und so darfst du hungrig unterwegs sein. Das war das 3. Lied übrigens. Ich bin hungrig nach neuem Leben, was die Welt mir gibt. Das reicht nicht aus, das ist mir viel zu wenig. Und dann erlebst du, wie Gott dich segnet. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Und dann das allerletzte ist nämlich dann das Handeln, genau. Das dann umsetzen. Daran festhalten. Da vorwärts gehen. Und wenn es soweit ist, dann kannst du das Kriegsgeschrei erheben. Dann kannst du sagen, jetzt geht's vorwärts. Gott ist da.
und er führt mich und er segnet mich. Weißt du, kennst du dieses Lied? Wer kennt dieses Lied? Schau dir das mal kurz an. Wer kennt das Lied? Cool, das haben wir seit 2 Monaten als unser Monatslied. Das singen wir, glaube ich, fast jede Woche. Okay, was? Erwischt. Das Lied ist ein deutsches Lied. Wow. Ein deutsches, nicht übersetzt. 2019 geschrieben. Cool, oder? Deutschen können Lieder schreiben. Preis den Herrn. Dieses Lied ist die Anwendung für das, was ich die letzte halbe Stunde mit euch hier besprochen habe. Das ist die Anwendung. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, dass wir uns das hier anschauen, dass wir das sehen. Da heißt es, egal wie hoch der Berg, egal wie hoch die Mauer, egal wie stark der Feind, ich weiß, und das darfst du jetzt wissen, Gott hat gesiegt. Das sagt Gott dir heute. Du zweifelst vielleicht daran, aber Gott sagt dir heute nochmal, ich habe gesiegt. Wie hoch die Mauern sind, wie Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Ich weiß, dass wir es nicht immer wissen, aber jetzt weißt du es nochmal. Du bist hier nicht durch Zufall, du bist hier, weil Gott dir diese Story hier gibt. Nimm es mal so an, dass Gott diese Geschichte hier nur reingeschrieben hat für dich. Lehre mich, das haben wir jetzt im Moment, lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Dass Gott halt nicht der ist, der oben auf der Mauer steht und sagt, na, dreh doch noch mal eine Runde. Du hast noch nicht lang genug rumgekurvt. Hast du dich schon mal gefragt, warum muss ich eigentlich so lang um die Mauer gehen? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum greift Gott nicht ein? Weißt du was? Er greift schon längst ein. Er ist dran. Er baut im Hintergrund dieses Reich Gottes auf, was in dir wirksam wird. Aber manches sehen wir eben nicht. Guck mal, die Israeliten, die mussten keinen Finger krumm machen, nur Schofahorn blasen und einmal am Tag um die Stadt laufen und nach 7 Tagen, bam, fielen die Mauern. Versteht ihr? Das ist so ein bisschen das Ding. Während du den Eindruck hast, Gott tut nichts, Gott handelt in der unsichtbaren Welt, er wirkt, er räumt Dinge aus dem Weg, nur wir konnten es leider oft nicht sehen. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist, das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir von Herzen diese Gewissheit tief in dir drin, dass da was am Passieren ist. Und ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Ist doch cool, oder? Deswegen ist es vielleicht manchmal hier und da ein bisschen langweilig, aber er ist am Kämpfen. Und ich darf ihm jeden Tag danken. Danke Gott, dass du meine Kämpfe kämpfst. Dass ich nicht jeden Kampf selbst kämpfen muss. Und dass ich mich auch nicht in jeden Kampf reinhängen muss. Er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer, mein Gott ist größer, mein Gott ist größer als Lüge, mein Gott ist größer als Hass, mein Gott ist größer als Tod und Gewalt. Er ist größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der... Amen.